Das ist ein schöner Platz. Eigentlich der schönste Platz fast im Greifswald, finde ich. Wir sind im Sommer halt, wir treffen uns auch dort immer mit unseren Freunden. Also ist schade, weil natürlich da ein Platz verloren geht, wo natürlich sich die Leute treffen und zusammenkommen. Da muss man irgendwie abwägen oder vielleicht eine Mitte finden. Wir hören nur von Leuten, die halt hier schon länger wohnen, dass das wirklich ein beliebter Platz ist, wo wir uns alle treffen, wo wir dann abends mal eine Runde grillen, halt was trinken zusammen. Und da sind solche Regelungen natürlich für uns dann eher kontraproduktiv. Die Rede ist von dem Wiesenstück am Greifswalder Museumshafen. Denn dieses zählt zu den vielen Grünflächen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Derzeit ist die Grünflächensatzung in aller Munde. Denn die Stadt arbeitet an einer neuen Version für das kommende Jahr. Die Grünflächensatzung, die derzeit gilt, ist schon, ich glaube, von Mitte, Ende der 90er Jahre, also über 20 Jahre alt. Und es war einfach an der Zeit, die auch mal grundsätzlich anzufassen. In der Zwischenzeit gab es verschiedene Themen, die aufgeploppt sind. Die Politik hatte Beschlüsse gefasst, bestimmte Regeln, die einfach im täglichen Leben aufgeploppt sind, die wir auch mit in die Satzung dann einfügen wollten. Und insofern haben wir uns gedacht, die fassen wir grundsätzlich mal an und überarbeiten sie komplett. Die Regelungen der neuen Grünflächensatzung sind breit gefächert. Unter anderem soll zum Schutz der Pflanzen das Beispielen nur noch auf vorgegebenen Flächen möglich sein. Der Alkoholkonsum sowie das Rauchen wird auf Spielplätzen komplett verboten werden. Das Grillen auf den öffentlichen Wiesen Greifswald soll unterbunden werden bzw. nur auf ausgewiesenen Bereichen möglich sein. Doch was sind eigentlich Grünflächen? Als Grünflächen gelten in diesem Fall jegliche mit Rasen bepflanzte öffentliche Bereiche, für welche die Stadt zuständig ist. Neben dem Wall und dem Park am Ostseeviertel ist vor allem der Museumshafen von der Veränderung der Satzung betroffen. Der Hafen strahlt besonders im Sommer charmantes Flair aus, welches zahlreiche Menschen, ob jung oder alt, zu einem Imbiss oder Getränk bei Sonnenuntergang einlädt. Das weiß niemand besser als Jenny Scholz. Sie ist die Betreiberin des Affenfelsens, einer Kombination aus Kaffee und Bar direkt am Rick. Von Frühling bis Herbst begrüßt sie tagsüber Gäste und deren Kinder. Abends verkauft sie hauptsächlich Getränke für alle, die sich am Hafen treffen, um dort eine schöne Zeit zu verleben. Sie sieht in der Anpassung der Grünflächensatzung eine positive Chance. Für mich als Betreiberin des Affenfelsens besteht eine große Chance in der Satzungsänderung. Das ist fast ein bisschen peinlich, dass der Notdurft nicht mehr außerhalb der Toilettenanlagen verrichtet werden darf. Das ist natürlich super, es ist peinlich, dass der Bedarf besteht, das in eine Satzung zu schreiben. Allerdings, sofern Toilettenanlagen vorhanden wären oder dann hoffentlich sind, besteht für mich natürlich die große Chance, dass wir hier da ein bisschen entlastet werden. Neben dem erhofften positiven Effekt bereitet die neue Satzung Frau Scholz allerdings auch einige Sorgen. Die Risiken, ja, beispielsweise durch das Grillverbot, vorweggenommen, ich verstehe das Grillverbot, kann ich nachvollziehen. Allerdings geht so ein bisschen Charme und Flair verloren. Und die Vielfältigkeit, die unsere Stadt damit widerspiegelt, geht doch verloren. Ja. Ob das Grillen am Hafen und auf den anderen Grünflächen wirklich verboten wird, steht bis jetzt noch nicht fest. Die Stadt arbeitet derzeit an einem Mittelweg als Lösung. Wir müssen, wenn wir Grillplätze schaffen, auch gewisse Verkehrssicherungspflichten und Vorsorgen treffen. Und die sind im Moment in den Grünanlagen einfach nicht da. Also werden wir uns auch tatsächlich mit dem Rechtsamt zusammen mit der Politik beschäftigen. Was sind sozusagen der rechtliche Rahmen, in dem wir uns bewegen müssen? Was wünscht die Politik und wo finden wir den Mittelweg, den wir natürlich ohne weiteres suchen wollen? Also dass im Museumshafen nicht gegrillt wird, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das muss irgendwie möglich sein und wir werden mal gucken, wie wir da den Weg finden. Neben dem Grillen zählen im Sommer auch der Konsum von Alkohol und das Hören von Musik zu den Freizeitaktivitäten, mit denen viele ihren Abend am Stadthafen ausklingen lassen. Mit der neu thematisierten Nachtruhe ab 22 Uhr wird ab diesem Zeitpunkt laute Musik verboten sein. Soweit andere dadurch belästigt werden, soll auch der Genuss von Alkohol verringert werden. Doch wie sehen das die Greifswalder? Das kann ich nachvollziehen, da ich das abends auch höre. Also Sie wohnen auch in der Nähe vom Stadthafen? Jawohl. Aber mich persönlich stört es nicht. Ich freue mich über unsere junge Stadt. 22 Uhr, halt besonders im Sommer natürlich, dann um 8 trifft man sich ja vielleicht erst frühestens und dann sind das auch nur 2 Stunden und ab dann soll man weniger trinken und nicht mehr irgendwie Musik hören können. Das wäre, glaube ich, nicht das Richtige für uns alle hier. Wir wohnen da in der Nähe und wir fühlen uns nicht gestört durch irgendwelchen Lärm oder so. Im Gegenteil, ich finde das eher schön für Greifswald, dass es so eine Stelle gibt. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es belästigend sein kann, aber
Ja, ich finde halt, man sollte irgendwie so ein bisschen verständnisvoll dafür sein. Ich meine, die Leute, die sich vielleicht belästigt davon fühlen, die waren früher vielleicht auch laut. Besonders im Sommer ist das ja auch so gut wie jeden Abend. Kann ich verstehen, ich glaube, mich würde das auch nerven, aber ich meine, man kann dann ja auch woanders hinziehen, wenn es einen stört. Obwohl es bereits einen Entwurf für die neue Satzung gibt, heißt das nicht, dass dieser endgültig ist. Nachdem bereits Reaktionen aus vielen Richtungen kamen, wird noch an einigen Punkten gefeilt. Wir sind ja im Moment in einem Stadion, wo noch alles möglich ist. Also wir haben mit der Politik auch soweit schon entgegenkommen signalisiert, dass wir im Hauptausschuss, der ja nächste Woche ist, besprochen haben, die Satzung erstmal zurückzuziehen. Sie wird also noch nicht in die Beschlussfassung im Dezember in der Bürgerschaft gehen. Mit dem Ziel, wir wollen uns nochmal mit den Fraktionen zusammensetzen und besprechen, wo sind denn jetzt die dringenden Änderungsbedarfe. Die Grünflächensatzung ist noch lange nicht beschlossene Sache. Zuvor muss sie erst dem Hauptausschuss vorgestellt werden. Die Stadt strebt jedoch an, dass die Regelungen in der nächsten Sommersaison greifen. Eins steht schon mal fest, ob mit oder ohne Grill, der Stadthafen wird weiterhin ein schöner Ort sein, um einen kleinen Absacker bei farbenfroher Abendstimmung zu genießen.